Immerhin kann ich den nochmal speichern. Ah, letzte. letzte Höhle. Hm? Mhm. Ich verstehe. Ich darf dich töten. Also besiegen. Süß. Die letzte Höhle ist so im Stil der ersten Höhle. Aber um einiges gefährlicher. Oh ja, ist die so. Habe ich schon den Booster angelegt? Nein. Ich muss den Booster nämlich erst anlegen, um ihn zu benutzen. Das mache ich da jetzt mal schnell. Ja, sehr schön. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Entschuldigung. So, wie kriege ich dich jetzt? Damit. Sehr gut. Dann hätte ich aber gerne wieder das Schwert. Ah! Ach, bin ich gerade schlecht. Yeah! Okay. Kann immer nur ein Schwert auf Level 2 gleichzeitig draußen haben. Ich dachte mal, das wären zwei. Okay, wo muss ich hin? Ach, da links oben geht's gar nicht weiter. Da ist aber vielleicht irgendwas versteckt. Was sickert denn da durch? Ist das Lava? Ist das hier? Ja, ist das hier. Ist hier irgendwas? Nö. Da gibt's nichts, ne? Nö. Einfach nur ein Blick nach oben. Da links. Ne, da gibt's auch nichts in der Ausstülpung nach oben. Okay. Das könnte Lava sein. Das könnte auch. Das könnte auch Blut sein. Oder Saft von den roten Blumen vielleicht. Na, das könnte vielleicht auch sein. Dass ich kein Mimiga bin, sonst würde ich jetzt vielleicht durchdrehen. Oh, Mist. Boah, wie ich es gerade einfach voll nicht drauf habe, hey. Wie komme ich da jetzt hoch? Mit dem Booster! Wie? Dem Booster? Oh, Mann. Oh, Mann. Ich bin gerade echt schlecht. Leben und nochmal leben. Ich tue einfach mal so, als wäre das da unten Lava und tödlich. Und werde deswegen nicht da reingehen. Und mir auch nicht versuchen, die Erfahrung zu holen, die in der Lava drin schwimmt. Kann ich da hoch? Ja, da oben ist vielleicht was. Ja, da ist was reingefallen. Nee, Moment. Da oben ist nichts. Warum ist da? Das ist so eine Ausstülpung. Geht's da irgendwie weiter oder so? Wo ist da so eine... Oh, ist das durchsichtig? Begehbar, meine ich. Oh. Nein, 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 nein! Ah. Das mache ich mal eben noch schnell. So. Und... Ich glaube... Das ist mein letzter Versuch. Wenn es jetzt nicht klappt, dann... bin ich blöd. Ich will natürlich den Flammenball, Feuerball. Nicht die Raketen verschwenden. So, jetzt hätte ich gerne den Buckler. In der Reichweite. Und hier hätte ich gerne den Feuerball. Ah, ist doch viel angenehmer so. Warum nicht gleich? Wow, das war knapp. So, da oben war nichts. Aber die kriege ich hier mit dem Feuerball. Ah, das geht auch so viel einfacher, wenn man die richtigen Waffen benutzt. Ja. Okay, auch das ging problemlos. Ja. Okay, das ging jetzt nicht mehr problemlos. Aber... Ja, so. Das letzte Mal war ich echt schlechter. Und hier habe ich auch gleich wieder ein bisschen Heilung. Ah, das ist Wasser, deswegen konnte ich mich da gar nicht so gut bewegen. Ab! Uiuiui. Das ist gefährlich. Wer baut denn sowas, ey? Das ist doch gefährlich, Leute. Oh, nein, 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 nein! Okay, wie komme ich da hoch, ohne mich zu verletzen? Ah, so. Okay. Ah.
Da ist ja eine Fledermaus. Hä? Moment, kann man da durch? Nö, kann man nicht. Zumindest meine Schüsse können da nicht durch. So, erstmal ein bisschen freiräumen. Und dann die Erfahrung abstauben. Und dann wieder freiräumen. Heilung. Ja, die hätte ich gerne. Mist, die kriege ich gar nicht, oder? Ne, die kriege ich nicht. Ach, klasse. Sowas finde ich unfair, dass die Gegner einfach durch die Wand fliegen können, aber ich weder rein kann noch durchschießen kann. Und damit gar keine Möglichkeit habe, die Gegner abzuhalten, wenn sie durch die Wand direkt auf mich zufliegen. Aha, jetzt habe ich ein kleines Problem. Ohne Maschinenpistole Level 3. Da! Okay, gibt es da oben noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Na? Heilung, sehr gut. Was habt ihr für mich? Erfahrung? Kriege ich vielleicht bald Level 2? Kommen da unendlich viele Gegner? Ah! Habe ich die erlaubt, mich zu treffen? Nein, warum tust du es dann? Ja! Gott, macht das Schaden. Ich sollte einfach aufhören, mich hier mit den Gegnern aufzuhalten. Mann! Psst. Das da sieht doch nach Geheimgang aus. Hä? Achso, da bin ich gerade runtergefallen. Na, die hätte ich gerne. Wenn ich das schon so gefahrlos kriege, würde ich es schon gerne nehmen. Die Heilung hätte ich auch gerne. Das da meine ich, sieht nach Geheimgang aus. Ist aber keiner. Uiuiui. Nicht ganz so einfach. Na, ich will doch nur Level 3. Na. Okay. Nee. Ach, egal. Was soll's. Was blubbert da? Ach, da oben. Die Lava wieder, oder was auch immer das sein soll. Lava, Blut. Saft von roten... Oder Tee? Vielleicht Tee aus roten Blüten oder so? Keine Ahnung. Ich meine, es ist hier so ein bisschen durchsichtig, dass man die Gegner sieht und den ausweichen kann. Das ist ja immerhin schon ein kleiner Trost gegen die Gegner, die einfach durch die Wand durchfliegen können. Ja! Fall ich da durch? Ja! Natürlich falle ich da durch, aber... Hui, immerhin gibt's da einen, Dingens. Hier, ne? Ihr wisst, was ich meine. Einen, Lüfter. Kann man da irgendwie eigentlich seitlich irgendwelche Gänge rein? Nein, ne? Sieht nicht so aus. Das ist vielleicht einfach nur dazu da, irgendwelche guten Sprünge zu machen oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wozu das gut sein soll. Vielleicht dafür? Hm, vielleicht. Ja. Oh Gott. Diese Gegner. So, jetzt mal das, die Maschinenpistole hochleveln. Auf Level 3, bitte. Ja. Vielen Dank. Aber das hat was von Super Mario. Da gibt es auch diese Blöcke, die da runterfallen. Genau. Das wollte ich gerade. Damit es mich auch nach hinten schützt gegen die Teile, die da von hinten angeflogen kommen. Während ja die... die Viecher da von hinten an mich ranstürmen. Kann ich vielleicht mit dem Bubbler da irgendwie... Nee, nach oben will ich schießen. Ja, das funktioniert. Das ist gut. Ich muss nur einen kaputt machen, am besten den ersten. Und dann kann ich nämlich da hochspringen und mit dem... Puh, das war Glück. Und mit dem Schwert einfach
einen nach dem anderen hier kaputt machen. Statt hier durchlaufen zu wollen. Ah, da ist noch ein Gegner. Und nichts passiert. Die letzte Höhle. Der Balkon. Kann ich irgendwo speichern? Ich würde gerne speichern. Da ist ein böser Miga. Was ist das hier? Da hat sich wohl der Doktor eine Statue für sich selbst gebaut, wie das aussieht. Das ist seinen eigenen Ehren. Oder so. Wenn ich da runterfalle. Ja, wenn ich da runterfalle, bin ich tot. Okay. Musik ist mal wieder super. Oh ja, das sind böse Mimigas. Oh Gott, nein! Ah, vielleicht mit dem Schwert. Die sind gar nicht so böse. Ich dachte, die wären so schön wie Toroko, aber... Toroko war dann doch um einiges mächtiger. Ah, zweimal Schwert und tot. Gutes. Was ist das hier? Das ist wohl der Helikopter, mit dem Su und die anderen hergekommen sind. Stimmt, die kamen mit dem Hubschrauber, hat die Mutter gesagt, die Mutter von Su und Kazuma. Dann kann ich hier vielleicht speichern. Oh ja. Und vielleicht auch die Lebensenergie auffüllen. Oh ja, bitte. Oh ja, bitte. Das hätte ich jetzt gerne. Und dann würde ich sagen... Ich spiele jetzt schon eine ganze Weile. Ich glaube, den Bosskampf, der jetzt vermutlich bald kommt, den würde ich gerne in der nächsten Aufnahme machen. Und das hier ist eigentlich nur Geplänkel, damit nichts passiert, während ich hier rede. Okay. Also was soll's. So, tot. Ich könnte jetzt speichern, aber... Ach komm, ich werfe noch einen Blick nach oben. Wahrscheinlich werde ich es beim ersten Mal eh nicht schaffen, den Doktor zu besiegen. Geht's hier weiter? Ja, da geht's weiter. Da ist der Thronsaal. Okay, da will ich jetzt nicht rein. Also gut, dann erforsche ich hier nochmal eben den Balkon zu Ende. Aber den Bosskampf mit dem... Wow! Das sieht mächtig aus. Ach so! Ah, ich dachte, das wäre... Das wäre diese Arms Barrier. Wie heißt das? Doch, Arms Barrier, genau. Die Waffenenergie verkleinern. Ups. Naja, zum Glück gibt es da ja noch welche. Nee, aber das ist einfach nur zum Auffüllen. Vor dem finalen Bosskampf, wie es aussieht. Ups. Hä? Was war das? Was war das denn bitte? Was war das denn gerade? Ah, da ist alles wieder voll. Ist ja praktisch. Da war doch ein Schild. Das Schild wollte ich lesen. Ich wollte gar nicht da hoch. Das ist alles, Leute. Okay, sonst gibt's hier wohl nichts mehr. Und das soll ich glauben, ja? Dass es hier drüben nichts mehr gibt? Na gut, ich glaub's. Okay. Ach komm, was soll's. Ich probiere das jetzt. Wenn es nicht klappt, dann geht es eben in der nächsten Folge weiter. Da ist Misery. Du bist es also. Du bist wirklich ein nerviger. Oder zäh? Keine Ahnung. Ich dachte erst, du wärst nur ein Roboter, der außer Kontrolle geriet. Aber ich sehe, ich habe dich falsch beurteilt. Du solltest wissen, dass mir diese Insel ziemlich egal ist. Es ist einfach nur mein Schicksal, dass ich demjenigen gehorchen muss, der die Krone trägt. Sei vorbereitet. Ja. Ah! Ist das ein Geheimgang? Nein. Kann ich hier abschießen? Nein! Wow! Misery, wo bist du? Da bist du. Die Kugeln, die, okay, alles klar. Ich dachte, die fliegen nur nach unten, aber... Ups. Die fliegen auch nach oben. Was? Okay, sie ist eine Hexe, zugegeben. Kann ich abschießen? Nein. Puh.
mach dich jetzt wenigstens gleich kaputt. Ja, aber du mich halt auch. Nein, nein, nein. Schwert. Schwert ist gut. Schwert ist gut. Ah, die kann ich kaputt machen. Da kann ich mir auch da neue Erfahrungen holen. Und da bin ich kaputt. Da bin ich tot. Schade. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.